72 Stunden auf der Flucht. 5 Spieler versuchen unterzutauchen. Sie sind ohne Essen, Trinken und Geld gestartet. Eine Taskforce, die nur darauf trainiert ist, Menschen zu observieren, kampfunfähig zu machen und zu verhaften, jagt sie erbarmungslos. Vor allem jetzt wird es immer schwerer für sie, denn mittlerweile machen sich der Schlafmangel und die körperlichen Entbehrungen bemerkbar. Sollen doch die Jäger hierher kommen und mich fangen? Das ist ja auch ihr Job, ihre Aufgabe, ne? Holy shit, ist das heiß. Ich schwitze mich tot. Richtig schlafen hat leider wieder nicht geklappt. Mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Ich muss kräftig sparen. Bis jetzt sind noch alle Spieler auf der Flucht. Die Fahndung läuft auch erst seit 7 Stunden. Und es war für einige Spieler verdammt knapp. Die Taskforce erhöht den Druck. Und es gilt ihnen noch 65 Stunden zu entrinnen. In der letzten Folge ist Ferhat den Jägern knapp entwischt. Der Schock sitzt noch tief und hat den durchtrainierten Boxer viele Ressourcen gekostet. Die Taskforce hat sich zwischenzeitlich ausgeschlafen und sich neu gesammelt. Ja, üble Scheiße. Richtig üble Scheiße in diesem Spiel. Unser Ziel ist, dass wir heute den ersten fangen. Echo Lima, Einsatzleiter, in welche Richtung wir mit der U-Bahn fahren müssten? Nach der Auswertung des Bewegungsprofils der einzelnen Spieler haben sie sich entschlossen, die Jagd auf Carsten zu beginnen. Sie sind gierig darauf, einen von ihnen zu fangen. Vielleicht starten sie einen Speedhunt. Kann Carsten entkommen? Da ist er! Ich schalte den Weg ab. Er läuft wieder in die Richtung, in die wir gekommen sind. Wie geht es den anderen Spielern, die nicht wissen, dass die Taskforce sich auf Carsten stört? Wow! Ich glaube, dass wir den heute gleich schnell erwischen werden. Ich merke, ich hatte ein bisschen Matsche in der Birne. Ach, Scheiße. Ich schwitze am ganzen Körper. Also hier würde ich mich auch verstecken. Sehr friedvoll hier. Mit tausenden Wegen. Wir bewegen uns alle mal und versuchen, die Treibjagd zu machen. Oh, hey. Dunkle Wolken ziehen auf. Hey Leute, bevor es losgeht, eine ganz große Bitte. In Manhunt steckt extrem viel Zeit und Herzblut in dem Projekt. Deswegen würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr das Video liked und unseren Kanal subscribed. Oder ihr helft uns auch, wenn ihr bei unserem Merchant Store vorbeischaut auf www.manhunt.at. Da haben wir echt coole Artikel wie Shirts, Hoodies, auch gebrandet mit allen Spielern. Wäre echt cool, wenn man einen von euch auf der Straße rumlaufen sieht mit den Shirts. Ihr helft uns, dem Projekt. Es hat recht viel Geld gekostet. Danke vielmals jetzt schon voraus und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Perfekt. So, ja, hier so auf die Bank oder so. Perfekt. Okay, ich glaube, ich habe einen guten Platz gefunden zum Schlafen, zum Regenerieren. Ja, hier werde ich jetzt erstmal eine Weile verweilen. Oh, Leute. Muss auf jeden Fall mich ausruhen, einmal schlafen legen. Wirklich. Das habe ich echt unterschätzt. Ich habe das echt einfacher gedacht, dass es einfacher wird, aber ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, ne? Das ist echt nicht zu unterschätzen. Das ist nicht so leicht. Leider nicht. Oder ich überlege gerade, ob ich doch die Bank hier nehmen soll. Da hinten. Oh, irgendwie ist mir das auf der Bank, glaube ich, lieber zu schlafen. Noch einmal aber abchecken. In den Gefahrenbereich, wie gefährlich das ist. Wenn ich mich hier hinlege, ob man mich dann noch sieht oder nicht. Weil das wäre ja die übelste Katastrophe, wenn jetzt plötzlich, ne? Na, eigentlich geht das hier durch. Ja, ich glaube, ich lege mich hier hin, auf die Bank. Wenn ich da so liege, sieht man mich ja nicht. Glaube ich.
Aber ich glaube auch halt, dass die Jäger mich diesmal nicht suchen. Die suchen diesmal jemand anderen. Oh, da sind 2 Colaflaschen. Oh, Mann. Aber ich habe hier schon meine Flasche, das ist sehr gut. So. Ab. Dann könnt ihr mich sehen, wie ich es mir hier gut gehen lasse. Oder auch nicht. Leute, es tut gerade nur so gut, ne, wenn die so noch. Ne. Hallo. Hallo. Das gehört alles mir hier. Das gehört mir. Wir machen ein bisschen sauber hier. Achso, okay. Kein Problem. Könnt ihr machen, kein Problem. Die Sonnenblumen. Ja, kein Problem. Hier kommt schön die Sonne, deswegen. Ja, ja, gut genau. Zu schlafen hier. Ist der angenehmer, ja? Ja, sehr, sehr angenehm. Gut, nehmen Sie diese Platz und dann können Sie wieder gleich hier kommen. Diese, ne? Ja, ja, okay. Können Sie dort. Dankeschön. Ich überlege, ob ich wirklich hier noch bleiben soll. Ich fand dieses Gebiet hier eigentlich richtig schön. Zumal die Hunter eigentlich hier gar nicht mit dem Auto reinkommen, sondern nur zu Fuß. Oder ich täusche jetzt halt in die Irre und gehe hier oben schön so lang. Und sobald der Pin gestartet ist, laufe ich wieder ganz schnell zurück. Aber letzter Pin war hier oben, dann hier. Dann denken sie vielleicht, ich will nach oben, aber ich gehe, ja, wieder nach unten. Aber es wird Zeit, dass ich was esse, in Anführungsstrichen, sonst gehe ich hier noch unter. Ich bin mal gespannt, ob ich mir das hier zusammenmixen kann. Ich habe ja zum Glück hier noch meinen McDoof. Ich habe ja gesagt, der wird mich bis zum Ende, glaube ich, begleiten hier. Packe ich mir das jetzt hier so schön rein. Komm. Bam. Und dann löse ich das jetzt hoffentlich hier gleich ordentlich auf. Oh, schön nach Vanillegeruch riecht das. Bisschen Wasser. Ja, normalerweise bräuchte ich jetzt so einen Löffel oder so, aber habe ich jetzt leider nicht. Deshalb versuche ich das Ganze so zu mixen. Irgendwie. Dass ich das hier so rühre. Ich hoffe, das reicht aus. Vielleicht sollte ich mir hier so einen Stock suchen oder so. Ich meine, wir sind ja jetzt hier im Survival-Mode. Da ist alles erlaubt. Ne? Ja, dann würde ich sagen, ich suche mir mal hier so einen Stock. Das sieht das schon mal gut wie so eine schöne typische Proteinplörre aus. Jetzt gönnen wir uns das mal hier. Prost. Hi, was ist denn euer günstigstes Brötchen, was ihr habt? 1,10 Euro. Das ist das günstigste? Ja. Scheiße. Ich habe nur 2 Euro und ich muss sie mir gut einteilen. Wollen Sie was vielleicht ein Süßes? Ist das günstiger? Oder ich kann 1 Euro. Okay, das ist ein Deal. Einmal? Ja. Dankeschön. Ciao. Oh nee, das war glaube ich gar kein guter Deal, ey. Das war kein guter Deal. Heftig verhandelt. Anstatt 1,10 Euro habe ich 1 Euro bezahlt. Pam! Pam! Viel zu teuer. Ich ärgere mich gerade richtig. Das war doof. Das war richtig doof. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch Aufstrich bei Rewe mit dazu bekommen.
oder eine Tube Mayo und ach, egal. Egal, ich hab's jetzt gemacht. Oh, schmeckt aber echt richtig gut. Holy shit, ist das heiß. Ich glaube, ich muss meinen Pullover in den Rucksack tun. Ich schwitze mich tot. Und machen wir mal. Also ich sehe nicht, dass ich hier den Tarnumhang noch benutze. Ich glaube, das war ein Fehlkauf. So, wir sind jetzt hier auf dem Hinterhof von der TU Wien. Und das stört mich eigentlich hier so ein bisschen. Das ist super auffällig, dass hier so ein Tarnumhang, was aussieht wie ein Schlafsack, die ganze Zeit an meinem Rücken baumelt. Und da heute 31, 32 Grad werden, ist der Pullover halt auch total überflüssig. Aber für die Nacht, ich wusste ja nicht, wo ich schlafe, hätte genauso gut den Park erwischen können und nicht das Hotel. Dann wäre das natürlich schon wieder ein ganz anderes Ding geworden. Aber ja, super dankbar, dass das so gut mit dem Hotel geklappt hat. So machen wir das heute Nacht auch wieder. Aber erstmal ein paar Sachen erledigen. Vielleicht eine Zahnbürste kaufen. Vielleicht, naja, ich habe nur 2 Euro. Also ein bisschen Geld machen, ein bisschen betteln. Wieder irgendwie so einen Safe Space suchen, wo man auch öfter reingehen kann oder so. Ja, kurz mal waschen, pinkeln, Gesicht waschen. Ja, und dann, keine Ahnung, versuchen nicht zu viel rumzulaufen. Das ist eigentlich mein Plan, wie ich die 3 Tage easy durchkriege. Weil meine Füße tun immer super schnell weh. Ich bin voll die Pussy, was Laufen angeht. Ach so, und ich hätte natürlich gern noch ein Fahrrad oder sowas. Man kann aber nicht einfach ein Fahrrad klauen. Aber wenn ein Fahrrad nicht angeschlossen ist, ist das denn geklaut? Nee, also Wunsch-Szenario wäre, ich treffe irgendeinen Zuschauer, frag den, ob der ein Fahrrad hat und frag den, ob er mir das leihen kann für 2 Tage. Ich weiß gar nicht, ob das Regelwerk das erlaubt, das zu leihen. Mir zu schenken. Und ich schenke es ihnen dann wieder zurück. Ist auch leihen, oder? Naja, ich chill noch kurz und dann laufen wir weiter. TU müsste doch eigentlich Toiletten haben. Und eine Cafeteria. Ach komm, wir fahren ein paar Stunden. Wir klemmen uns so viel wie möglich Treppen gelaufen. Ach, Fahrstuhl außer Betrieb stand ja unten. Oh yeah. Besser geht's ja gar nicht. Könnte mich auch hier hinlegen. Erstmal Hände lassen. Sehe ich eigentlich gar nicht aus. So, jetzt versuchen wir noch ihn abzuseilen. Aber wissen nicht, ob das geht. Fit. Sagen, wir haben unsere Memberkarte verloren. Ich weiß gar nicht, ob McFit auch in Österreich ist. Ich hoffe mal. Und dann gehen wir da duschen. Also, nachdem wir jetzt gerade Katzenwäsche gemacht haben,
kurz zu köckeln versucht haben. Hat leider nicht geklappt. Aber wir fühlen uns jetzt schon mal ein bisschen besser. Geht's jetzt ab zu McFit. Und dann kann ich da trainieren und duschen. Also besser geht's ja gar nicht. Ich sollte halt nur das Fenster so machen, dass ich halt kurz davor den GPS, also in einer Stunde ungefähr, ja, in ungefähr einer Stunde, eine Stunde und acht Minuten, dass wir den GPS abgeben und danach dann ungefähr 400 Meter weiterlaufen und das da machen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Frühstücks-TV live aus Wien. Die Uhrzeit, 6.35 Uhr. Wir berichten von der Nacht von Micha von der Rampe. Ja, die Nacht habt ihr ja schon mitbekommen, wie sie war. Sie war eigentlich ganz okay, muss ich schon sagen. Es ist schon krass. Ich war eigentlich so die ganze Zeit so ein bisschen müde, aber nicht so komplett müde. Allerdings konnte ich nicht so richtig komplett schlafen, weil bei jedem Geräusch bin ich aufgezogen und dachte, boah, komm, deine Jäger sind wieder und so weiter. Ja, schauen wir mal, was der Tag heute bringen wird. Also mein Job für heute ist auf jeden Fall Wasser und dann ist mein nächster Job wirklich ein bisschen Geld anzuschaffen. Ich glaube, ich werde hier echt die Leute mal ein bisschen fragen. Also ich glaube, ich werde irgendwie eine Story erzählen, dass ich gerade eine Bachelorarbeit schreibe oder ein YouTube-Projekt mache und einfach eine Umfrage mache, welches die freundliche und solidarische sozialste Stadt Europas ist. Und dann können die mir Geld geben oder was zum Trinken kaufen oder zum Essen. Das wäre ja vielleicht eine Lösung. Und eine Zahnbürste. Ich bin mal gespannt, wie lange eigentlich so eine Fahrkarte gilt. Ob die halt einfach nur einmal hoch gilt oder auch wieder runter. Weil eigentlich, wenn ich die Bahn nicht verlasse, dürfte kein Problem sein. Wie lange geht eine Fahrt, bis ich aussteige, oder? Ich habe mir eben echt schon gedacht, da ist einer von den Jäger drin, weil der hatte so Tarnkleidung an und so und sah irgendwie so aus, wie wenn es einer von denen hätte sein können, aber ich glaube, alles gut. Ich muss echt sagen, Hunger habe ich da noch gar keinen, deswegen werde ich mir auf jeden Fall noch nichts zu essen kaufen. Eigentlich war mein Plan jetzt echt Cash zu kriegen, aber ich weiß nicht, ob ich da halt eher in die Innenstadt rein sollte. Entschuldigung, ganz kurze Störung. Und zwar, wir machen gerade so ein kleines Videoprojekt. Wir suchen die sozialste Stadt oder solidarische Stadt in Europa. Und wir sind jetzt hier 72 Stunden in Wien und haben quasi kein Geld und gar nichts. Jetzt wollte ich fragen, ob du vielleicht 1-2 Euro für mich hast oder sowas. Das wäre richtig, richtig cool von dir. Oder kein Schlafplatz, gar nichts. Ich habe leider Gottes jetzt mein Geld schon nicht da. Okay, egal, dann trotzdem. Sorry, aber alles passt, mach's gut, ciao. Geldtasche nicht da? Ich ihn gleich fragen müssen, dann kauft man halt eine Brezel, weil Apple Pay geht ja. Egal, halb so wild. Herr Jungs, darf ich euch ganz kurz stören? Und zwar, wir machen gerade ein kleines Videoprojekt. Wir suchen die solidarischste Stadt Europa und jeder von uns ist in jetzt in einer Stadt, muss 72 Stunden ohne Cash und alles auskommen. Habt ihr vielleicht irgendwie 1-2 Euro für mich oder sowas? Ich habe leider nur eine Karte. Nur eine Karte? Ich habe auch eine Karte. Echt? Wollten wir mir dann beim Bäcker vorne eine Brezel holen oder sowas? Naja, also wir haben jetzt 10 Minuten Arbeit, ne? Bitte. Ja, okay, ihr wollt. Aber trotzdem, macht's gut. Ciao! Ich frag mich eher, warum um 6.20 Uhr war. Ja, weil ich seit, es ging gestern los und wir haben nichts zum Schlafen. Wir müssen jetzt durch die Gegend irren. Ey, komm, ne Brezel. Für mich, oh Jungs. Scheiße, gell, ganz hart hier, Alter. Ganz hart, da denkst du bist in Berlin. Egal, wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, Jungs. Was auf jeden Fall schon mal richtig gut ist, ist, dass noch keiner gecatcht wurde. Weil, solange keiner gecatcht wurde, ist das Risiko viel, viel geringer, dass jeder Einzelne gecatcht wurde. Warte.
könnt ihr auch das Meme reinmachen. Lecker. Böllig. Während Friseur, ich habe mir auch schon mit dem Gedanken gespielt, irgendwie Haare abzurasieren, aber ich glaube, das ist alles völlig zwecklos, weil ich werde so rumrennen mit zwei GoPros und der letzte Dulli, der wird eh sofort erkannt. Jetzt schauen wir mal nach dem Hotel hier. Boah, das sieht ja nobel aus. Das hat mich gerade geschockt. Hallo, und zwar kurze Frage. Ich bin bei so einer Challenge hier. Ich bin 72 Stunden allein in Wien. Habt ihr vielleicht irgendwie eine Zahnbürste oder sowas? So ein Zahnputzset oder so? Das wäre so cool, weil wir haben kein Geld, wir haben gar nichts. Das wäre richtig. Kann ich dir mitgeben, ja. Oh. Dankeschön. Oh, von Herzen danke. Kann ich kurz auf Toilette schön durchputzen? Ja, das ist Stiegen runter, dem Licht an der Wand folgen, wie es auf mich. Dankeschön, von Herzen Dankeschön. Geil, Friends. Geil ist das, Alter. Nice. Ich nutze die Wartezeit, um mich jetzt ein bisschen zu stretchen. War ja auch ein Tipp bei unserem Workshop. Und fühlt sich auf jeden Fall gut an. Nach der Nacht. Aber alles einmal durchstretchen ein bisschen. So, eigentlich bin ich hierher gefahren, weil ich gesehen hatte, dass hier ein Lidl sein soll. Aber jetzt komme ich hier aus dem Bahnhof raus und habe direkt einen Hofer, also das österreichische Aldi. Den Laden erkenne ich nicht, aber der sieht mir aus wie so eine Art DM. Und ein Billa, das ist auch ein Supermarkt. Also da werde ich auf jeden Fall was finden, denke ich. Also, ich habe mir jetzt hier bei Lidl für 2,17 Euro zwei Zahnbürsten. Ich brauche eigentlich nur eine, aber es gab es nur im Doppelpack. Eine Riesentube Zahnpasta, brauche ich wahrscheinlich auch nicht alles. Und 500 Gramm Haferflocken geholt. Ich habe ja noch den Becher. Und es gab auch kostenlos eine Gabel noch. Die habe ich mir auch mitgenommen. Und dann kann ich einfach Wasser mit Haferflocken in meinem Becher da ein bisschen anquellen lassen, dann habe ich die perfekte Nahrungsquelle. 500 Gramm, damit müsste ich eigentlich fast bis zum Ende klarkommen. Und ansonsten hole ich mir nochmal eine für 60 Cent. Also das ist auf jeden Fall ein guter Deal gewesen. Ich habe ja noch ein bisschen Zucker, kann ich sogar noch ein bisschen Zucker reinmachen. Dann schmeckt es. Naja, auch nicht besonders toll, aber satt wird man bestimmt. Ich hatte gerade noch mal versucht, mich ein bisschen auszuruhen, zu schlafen. Schlafen hat nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen die Augen zugemacht. Aber eigentlich bin ich jetzt ein bisschen matschiger als vorher. Aber ja, man muss ja die Kräfte schonen. Also immer, wenn ich Zeit habe, nichts zu tun habe, lege ich mich einfach hin. Jetzt gehe ich noch mal hier zu Aldi rein, hole mir ein paar Bananen. Ich
glaube, die waren da am billigsten. Ich weiß nicht mehr genau. Habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, die waren bei Aldi und Dings Billa gleich. Ich gehe jetzt einfach schnell bei Aldi mir noch eine Banane kaufen. Und dann geht's mit der Bahn an den Strand. Ein bisschen Wellness machen. Das sieht doch mal entspannt aus. Ich könnte in vier Richtungen abhauen, ich könnte durch den Dschungel abhauen. Ich glaube, das ist mein Platz für die nächsten zwei Stunden hier. Ich habe Schatten, ich habe Wasser. Ich habe alles. Oh, eine Hasenfamilie. Boah, die sind aber groß. Oder läuft einer rum mit einem Rucksack? Sag nicht, das ist jetzt ein Jäger. Kommt der nach hier? Wieso hat man so Paranoia? Ja, er scheint weitergegangen zu sein. Wieso hat man so Paranoia? Ja, das sind so viele Gedanken, die hier einen durch den Kopf knallen. Man hat kein Handy, also kein richtiges. Chillt dann jetzt zwei Stunden vermutlich hier wieder an dem nächsten Ort. Pennen will ich nicht. Man wird von Mücken überfallen. Boah, das war gerade richtig laut im Ohr. Ja, und wandert jetzt hier von Spot zu Spot, ne? Und das Geilste ist wahrscheinlich, jagen die mich noch nicht mehr. Ich habe gerade gute 15 Minuten geschlafen. Also ich sag mal so, also es war jetzt kein richtiges Schlafen, aber ich hatte die Augen zu, war so kurz vor der Tiefschlafphase. Und dann ist hier eine Oma lang getrudelt. Und dann bin ich schwach geworden. Und jetzt juckt das Bein wie Sau. Von den ganzen Moskitostichen. Jetzt weiß ich nicht, ob mich das Schlafen noch müder gemacht hat oder ob das was gebracht hat. Jetzt wird's aufregend. Ich hab Besuch. Keine Ahnung, was der jetzt macht im Busch. Okay, der geht einfach nur mal pinkeln. Der Motor ist an von dem Ding. Wäre eigentlich ein entspanntes Auto, oder? Ich müsste nur drauf springen und auf Gas drücken. Und die wilde Tour geht weiter. Ich habe jetzt ungelogen in den 110 Minuten, die ich hier auf der Bank war, bestimmt 5 oder 6 Mal Pipi gemacht. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass ich viel trinke. Da muss auch viel raus. Das Urin ist komplett durchsichtig, ist auch gut. Von daher. Alles im grünen Bereich.
Das heißt, mein Standort wird jetzt ermittelt, genau von dieser Bushaltestelle hier. Hier ist McFit. Nice, wir haben's. Nice, let's go. Weißt du, was heftig wäre, wenn ich jetzt Beine trainieren würde? Ich trainiere ja so schon die Beine. Aber jetzt nochmal nach dem ganzen Laufen, das wäre krass. Hi. Ich habe meine McFit-Karte vergessen, aber ich habe meinen Personalausweis mit. Ja? Willst du meinen Personalausweis nehmen? Okay. Hast du noch eine Karte für mich für den Schrank? Super, danke dir. Das war ja mal easy. Okay. Da sind die Duschen. Ich würde sagen, wir trainieren erstmal. Erstmal trainieren und dann duschen. Wenn jetzt gleich ein Speedrun ist, wenn ich unter der Dusche bin, ey. Erstmal trainieren wir. Erstmal Training. Wir haben kein Handtuch. Wir müssen den nochmal fragen. Verzeihung, hättest du noch ein Handtuch für mich? Ja. Ja? Danke dir. Ja, ob du mir ein Handtuch geben könntest? Nein. Ja? Okay, achso, du machst erstmal sauber. Wie bitte? Ja, iPhone. Nee, ein Handtuch zum für die Geräte. Ja, okay. Zum Rauflegen. Ja? Ich warte da. Hast du mich verstanden? Ja. Ein Handtuch zum Abtrocknen oder auf die Geräte packen? Ich weiß nicht so. Viereckig. Ja. Und wenn du duschst, dann machst du dich damit. Ja, dusch, ja, ich will. Ja, ja. Ja, aber ein Handtuch. Immer Handtuch, ja. Englisch? Englisch bitte? Ja? Ja, ja, ein bisschen besser. Arabisch. Okay, nach dem Duschen? Ja. Abtrocknen. Okay, okay. Aber ich habe kein Handtuch. Ah. Hier, sowas. Super, ja. Ah, okay. Hast du sowas? Ja, ah, ja. Ah, okay. Wie heißt denn? Handtuch. Handtuch. Genau. Ich hab ihm was gezeigt. Alles gut, danke dir. Geil, Alter. Dann kann ich mich auch gleich abtrocknen mit dem Handtuch. Ich wusste nicht, wie ich Handtuch beschreiben soll. Ich wusste es einfach nicht. Ich meinte denn das hier. Ja, geil. Ey, das ist ja so ein Win gerade. Ich kann hier ein bisschen pumpen gehen. Das steigert bestimmt auch noch mal ein bisschen so die Lebensqualität, würde ich mal sagen. Also, da ich mich ganz gut danach fühle. Und danach duschen gehen, ey. Ah. Perfekt. Okay. Ja, vielen Dank. Ich gib's dir danach wieder. Danke dir. Na, ob wir das wieder zurückgeben, das weiß ich noch nicht so ganz. Vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Ich merke, ich werde ein bisschen Matsche in der Birne. Ach, scheiße. Warte, also ich glaube, das hing mit dem Schlaf zusammen. Ich fühle mich so, also gerade fühle ich mich so, als hätte ich durchgemacht. Dabei ging es mir erst noch so gut und ich dachte so, ja Mann, du hast bestimmt den besten Schlaf von allen gehabt und so. Aber ja, den anderen wird es genauso gehen. Also kein Rumheulen, es ist erst die erste Nacht. Zwei Nächte kommen noch. Nur noch zwei Nächte. Das klingt eigentlich auch schon wieder gut. So, was ich danach mache, ich tue so, als wenn ich Bauch mache. Dann lege ich mich da in die Bauchecke. Ich lege mich einfach nur hin. Vielleicht penne ich auch weg. Aber ich stelle mir einen Wecker. Bauchecke, Beste. Jawohl. Schön. Ich habe wirklich Angst, dass ich wegkratze, wenn ich jetzt hier oben zu mache. Wisst ihr, was auch nicht zu vergessen ist? Die Jäger, das sind zwar fünf Leute, aber einer sitzt in der Einsatzzentrale und alle 8 Stunden muss einer Pause machen, weil die sonst kein Auto fahren mehr dürfen. Und die haben immer nur 5 GoPro-Akkus dabei. Wenn die leer sind, dann müssen die wieder zurück.
Und das ist halt schon crazy, weil 5 Stück, also 2 pro Kameras, dann haben die maximal 3 Stunden. Ja, okay, wobei, wenn die einmal jagen, ja, ich glaube, da jagen die bloß eine halbe, dreiviertel Stunde. Entweder haben sie einen oder sie hören wieder auf. Ja, okay, war doch nicht so intelligent. Egal. Meine Schwester hat mir erzählt, dass hier irgendwo der Naschmarkt ist. Boah, da hinten ist der. Weil da gibt's was zu essen. Da könnte ich auch mal irgendwann hin. Das sollte ich mal ausprobieren. Jo, servus. Sorry, die Störung. Sorry, my German is really bad. Sorry, I don't speak in German. Okay, okay, then I English? Yeah, yeah. Sure. I stayed 72 hours here and I have no bedroom, I have no hotel and no money and a paar other people. And I would ask you, do you have 1 or 2 euro for me that I can buy me something to eat? Yeah. Oh, that was very nice. Where are you from? I'm Serbian actually, yeah. Oh, nice. Here you go. Whoa, 5 euro. Oh, thank you. I wish you all the good. Thank you very much. Thank you. Thank you. Karma, it's good to you. Oh, nice, Alter. Leute, ich habe gerade 5 Euro gekriegt. Finde ich schön. Es geht denn ab? Das ist so krass. Alter, was geht? Es geht mir gerade ab. Das sind 5 Euro. Ja. Ja, krass, ey. Ich muss jetzt gerade kurz. Das sind 5 Euro. Aber wenn du gerade. Du musst jetzt. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so rummache, aber stellt euch vor, ihr habt, also Real Talk jetzt einfach mal, ihr habt irgendwie halt nur so wenig Geld, irgendwie keine Ahnung, und ihr braucht was zu essen und sonst wie, und ihr fragt jemand und ihr habt 3 Euro und der gibt euch 5 einfach so. Ja, das finde ich schön. Leute, helft anderen Menschen draußen, wenn sie in Not sind, das ist wichtig. Okay, jetzt muss ich ganz klar rausmachen, dann geht's wieder weiter. Sorry für den Aussetzer. So, also mein Plan ist jetzt trotzdem noch ein bisschen Geld zu sammeln. Man kann nicht genug haben, nee. Ich will einfach das scheiß 72-Stunden-Ticket. Das ist mein Ziel. Da frage ich jetzt noch 2, 3 Leute. Aber es ist krass, wir haben schon mehr Leute Geld gegeben, die nicht von Wien sind, als Wiener selbst. Aber egal. 5 Euro, ey. Crazy, crazy. Entschuldigung. Ich hätte eine kurze Frage. Und zwar, wir machen gerade so ein Social Experiment. Und zwar, wir suchen nach der Stadt mit den sozialsten Menschen. Jö. Ja, in Europa. Und jetzt in ein paar. Ja, das habe ich heute schon gemerkt. Ja. Bist du Wienerin? Halb Burgenländerin. Das heißt, ich habe eine heftige Chance. Auf jeden Fall. Ich bin 72 Stunden hier, habe kein Hotel, dies, das. Soll ich fragen, ob du irgendwie ein paar Euro für mich hast oder sowas? Und was machst du da? Also warum hast du kein Geld mit? Weil wir ja kein Geld dabei haben. Aha. Weil wir quasi so Experiment. Okay. Und wir haben auch kein Hotel. Ich habe heute Nacht überall und da geschlafen. Und ich will mir ein Zugticket kaufen. Da gibt es nämlich so das 72-Stunden-Ding. Das soll ich mir gerne kaufen. Was brauchst du hier noch? Keine Ahnung. Was willst du mir geben? Irgendwie, ich fühle mich voll scheiße. Keine Ahnung, 10, 15 Euro wären richtig nice. Okay. Also 5, sowas du halt, keine Ahnung, was du mir geben magst oder auch nicht. Das war voll. Ich habe einen 5er und einen 20. Immer 20. 20? Boah, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Na, passt schon. Wirklich? Ja, doppelte Gehalt ist gerade vorne. Passt schon. Boah, okay, mir hat vorher jemand schon so ein Serbier 5 Euro gegeben, das hat mich schon ein bisschen gestresst. Boah, das ist voll lieb von dir. Ja, die Dinger sind jetzt so voll, oder? Boah,
von Herzen vielen Dank. Okay. Karma regelt, ich sag's dir. Karma regelt. Ja. Na dann. Mach's gut, danke schön. Tschüss. Man darf nicht den Glauben an die Menschheit verlieren. Aber wenn es 5-mal schief geht oder 10-mal, irgendjemand macht immer ein Instagram-Foto. Da ist eine Blindschleiche. Oder irgendeine andere Wasserschlange. Na, das ist ja einladend. Hier ist die Stelle, die ich mir rausgesucht habe, wo ich reingehen will gleich. Und als ich hingegangen bin, kam erst eine Wasserschlange lang geschwommen. Und da ist eine Schwanenfamilie. Vielleicht sollte ich eine Stelle weitergehen. Jetzt probiere ich mal die leckere Elektrolyte-Flüssigkeit, die ich mir angemischt habe. Schmeckt gar nicht so schlimm. Man könnte fast meinen, da ist echte Cola drin. So, ich gehe jetzt ins Wasser, aber ich schätze, ich werde nicht richtig schwimmen, sondern nur ein bisschen die Beine reinmachen. Ah, hier ist auch ziemlich steinig. Ich glaube nämlich nicht, dass bei dem Wetter die Hose dann wieder trocknet. Muss mal gucken. Aber das tut auch schon gut. Einfach ein bisschen die Beine ins Wasser. Jetzt muss ich überlegen, was wir als nächstes machen. Diese Donauinsel da drüben ist auch riesig, also super lang. Aber das Problem ist, also man kann sich da bestimmt gut verstecken mit den ganzen Bäumen und Büschen und so weiter. Das Problem ist nur, dass man dann nicht mehr runterkommt, wenn sie einen umstellen. Also wenn sie alle Brücken dicht machen, dann bin ich da gefangen. Das wäre auf jeden Fall blöd, weil ich dann nicht genug Wasser und Essen hätte, glaube ich, um dort die ganze Zeit dann auszuharren. Deswegen glaube ich, riskiere ich das nicht. Dann fahre ich lieber ein bisschen in die Innenstadt rein. Mal sehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen. Echt erfrischend. Dazu noch der Wind jetzt. Das ist echt angenehm. Richtig schlafen hat leider wieder nicht geklappt. Mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Ich bin langsam echt müde, aber einschlafen klappt nicht. Fällt mir zu Hause auch immer schwer. Habe ich schon mit gerechnet, dass das ein Problem werden kann. Aber ja, besser Augen zu und chillen als gar nichts. Haben wir jetzt noch 10 Minuten. Dann geht das nächste Signal raus. Das heißt, ich packe jetzt zusammen und werde mich langsam Richtung Bahn wieder zurückbegeben und mich dann auf in die Innenstadt machen. Auf geht's! Und wir haben uns jetzt einen Kandidaten rausgepickt. Das ist der Kandidat Nummer 5. Der ist im Raum Donauinsel unterwegs und dann ist über die andere Seite gegangen ins Donauzentrum, und da werden wir uns jetzt hinbewegen, abwarten, die Koordinaten um 14 Uhr davor mal kurz aufklären, vor allem eventuell Donauzentrum, weil es ist heiß. Im Donauzentrum ist die Möglichkeit da, dass er WC- und Toilettenanlagen hat, was natürlich wichtig ist. Vor allem die, wenn sie sich auch nicht viel geschlafen haben, haben viel mehr Stress wie wir.
Wir haben uns ein bisschen zu verausgabt in der Nacht 1. Am Exit müssen wir heute ein bisschen mehr Ruhe geben auch, weil sonst sind wir genauso ausbrannt wie die Spieler. Wir sind jetzt am Standort von Spieler 5, beziehungsweise wo er vorhin war, das Parkgelände. Ich schaue jetzt ganz kurz ins Donauzentrum. Das ist, glaube ich, auch eine sehr gut gelegene Möglichkeit für ihn, ein bisschen seine Vorräte aufzustocken. Ich muss kurz austreten noch, bevor in 19 Minuten unser nächster Standort droppt. Also in 19 Minuten bekommen wir die nächsten Standorte eben von Spieler 5. Wir sind jetzt in seinem Sektor im Donauzentrum, wo er sich vorhin aufgehalten hat. Und vielleicht ist er auch da irgendwo drinnen. Es gibt schöne, saubere Toiletten. Also wäre schon ein gutes Indiz, sich ein bisschen zu erfrischen. Draußen ist es doch ziemlich warm, wir haben jetzt wieder 30 Grad. Wenn der junge Mann da auf der Flucht ist, wird so eine kühle Einkaufshalle, glaube ich, auch ein netter Tapetenwechsel sein. Ich sehe übrigens jemanden mit einem Militärrucksack Richtung Norden gehen. Aber auch draußen, außerhalb vom Donauzentrum. Ich beobachte ihn gerade durch die Fenster. Schwarzes Oberteil, dunkelgrüner Militärrucksack, mal weggelaufen. Okay. Ist weggelaufen? Nein, er hat uns noch nicht gesehen. Okay, ich hab's gesehen. Ich möchte diese Beschreibung fast in der Oberstation. Okay. Ich bin gleich, glaube ich, bei dir. Wir landen näher. Hast du ihn gesehen? Verdächtige Person nicht im Blick. Ich sehe jetzt kein Brustgeschirr, aber der Rucksack sieht sehr, sehr einschlägig aus. Das ist da, wo wir links abgebogen sind, jetzt hinter das Donauzentrum. Auf der Kreuzung geht er gerade. War der letzte Sichtkontakt. Der Andi geht jetzt wieder da zurück runter. Gleichzeitig war der Stefan, der hier über die Brücke gegangen ist. Ah, ist jetzt ja. Da auch runter. Und der Gregor auch. Das heißt, die schauen jetzt einfach da bei den Eingängen. Wo kann der sein? Ist es nicht? Ich mag jetzt nicht alle Zugebälle sprachen, wenn ich einen Militärauftrag. Die müssen auch denken, was geht mit dieser Türe hier ab? Die ist schon wieder auf. Oh mein Gott, das sind die Jäger. Das sind die Jäger. Ich hab das Auto gesehen. Planänderung. Fuck. Ich bring jetzt meinen Pin. Wo ist hier ein Ausgang? Ich habe einfach das Auto gesehen. Nein! Nein! Wie komme ich hier raus? Ich bin in 6 Minuten. Fuck. Ich muss in den Bus. Es ist hier mega spannend. Das Gute ist, Carsten hat den momentanen Platz verlassen und sich wirklich entfernt. Die glauben, er chillt. Ich würde so gerne wissen, was seine in der Donut. Glaubst du, Donut? Ich glaube, er hat sie gesehen. Aber warum entfernt er sich denn nicht schnell? Weil er weiß, erst um 14 Uhr ist der Ping. Jetzt laufen macht keinen Sinn. Die kriegen den Ping. Aber wir werden sehen.
So. Leute, es geht los. Die Koordinaten sind hier. Ich starte sofort mit. Okay, wir warten ein bisschen. Einer. Spieler 5. Der ist genau noch immer dort, Leute. Genau der gleiche Standpunkt. Beim Donauzentrum. Der ist genau beim. Der ist genau bei dem Park. Schulgarten Kagran. Ja, okay, passt. Gregor biegt rechts in den Park ab. Gregor biegt rechts ab. Ich gehe weiter. Geradeaus. Da ist jetzt diese Berufsschule, die wir vorhin auf der Karte gesehen. Da, wo ihr alle steht. Ja, genau, ich sehe es gerade. Alle nordwestlich hinauf in diesen Park. Da muss der oben sein. Ich brauche einen Scheißbus. Ich muss Kräfte sparen. Ich weiß nicht, ob da Sackgasse ist. Scheiße, ich bin geliefert. Moin. Scheiße. Falls ihr es schafft, dass einer direkt von euch westlich reinsticht oder zwei und die anderen nordwestlich, das heißt, ein Teil kommt von der Mitte, ein Teil kommt von oben und ihr nehmt ihn in die Zange. Wenn er dort ist, hammern. Ich bin jetzt am Donizetti-Weg und biege rechts ein in den Park. Er ist auf jeden Fall klar ein Vorteil im Gegensatz zu uns. Der wird irgendwo drinnen sein und wenn er irgendwo ist, kann er sehen. Aber das ist immer noch Schulgarten Kagran, das ist auch. Bleiben wir mal kurz dran. Grüß Gott. Entschuldigung, haben Sie jemanden gesehen, der auch sowas trägt? Da im ja, Park? Beim Eingang. Beim Eingang? Wo ist denn der? Welchen Eingang? Da, der danke. Haupteingang von der Straße. Also danke. So, der dürfte beim Haupteingang sein. Er dürfte möglicherweise beim Gartenbaumuseum Haupteingang sein. Sound. Okay, sorry Leute. Muss es sein.
Manöver. Ich muss trinken und aufs Handy gucken, falls ein Silent Hunt oder ein Speed Hunt gestartet wird. Also wäre ich die Jäger, würde ich einen starten. Jetzt muss ich erstmal trinken und mich vor der Sonne schützen. Ich bin völlig K.O. Ich habe nicht mehr zu viel zu trinken. Das muss ich mir einteilen. Ich nehme noch mal Zucker zu mir, um Energie zu kriegen. Das ist ein wunderschöner Garten hier. Also hier würde ich mich auch verstecken. Sehr friedvoll hier. Mit tausenden Wegen. Aber hier wachsen halt ein paar Äpfel und Birnen und ein paar Sachen schon reif aus. Vielleicht, dass er da was stiehlt. Hey. So zufällig eben mit so einem GoPro-Geschirr gesehen, rumrennen da. Nein. War ich im Garten, okay, danke. Achso, sind Sie im Liegestuhl unten gesessen oder war das vielleicht der Kollege? Der hat sowas umgehabt. Okay, hier ist jemand im Liegestuhl gesessen. Das ist unten einfach, wenn es da jetzt rechts gängen, einfach oben. Wieder rechts runter, wo unser Auto geparkt war. Da ist jemand im Liegestuhl gesessen. Danke, das war keiner von uns. Grüß Sie, Entschuldigung, da sollen irgendwo Liegestühle sein. Da unten? Ja. Weiter unten. Weiter unten. Auf der Karte, ganz oben. Ganz oben, okay, danke dir. Jack, ich lauf oben. Ich sehe Liegestühle, ich sehe Liegestühle. Ich gehe mal hinten rum, ob man was sieht. Also ich sehe da, da Liegestühle, aber ich bin jetzt auf einer großen Wiese, wo Liegestühle sind, aber ich sehe das Zielobjekt nicht. Jäger, haut ab aus der gelben Zone. Das ist meine Zone, alles klar? Verschwindet. Wieso machen die keinen Speedhunt? Die hätten mich doch sofort. Hier sind keine öffentlichen Verkehrsmittel. Wie soll ich hier wegkommen? So, ich mache mir jetzt einen Plan. Ich muss zu irgendeinem Bus kommen. Sollen wir einen Speedhunt anwerfen? Was meinst du? Ja. Stefan ist auch dafür. Ja, ich auch. Zur Erinnerung. Der Speedhunt ermöglicht es der Taskforce, 5 Koordinaten zusätzlich und zeitlich frei von der Spielleitung anzufordern. Wird der Speedhunt 15 Minuten vor oder nach einem Silent Hunt gestartet, zählt die Koordinate des Silent Hunts dazu. Bei der Jagd auf Carsten ist es gerade 14.12 Uhr.
Somit hat die Taskforce bei diesem Speedhunt noch 4 Koordinaten verfügbar. Über einen Speedhunt werden alle Spieler informiert, aber keiner von ihnen weiß, wen es betrifft. Speedhunt, bitte los. Player Nummer 5. Und es geht los. Koordinaten ab, Carol. Viel Spaß. Spielleitung schreibt. Okay, Leute, es geht los. Achtung. Zur realistischen Einstufung. Speedhunt 1. Aha. Jetzt wollen sie mich tracken. Oder wen auch immer. Scheiße, Alter. Hast du das gesehen? Speedhunt 1. Jetzt geht's los. Wir wissen halt auch nicht, wen sie wollen. Fuck, Speedhunt. Fuck, fuck, fuck. Speedhunt. Fuck. Fahre ich jetzt in die Richtung zurück oder nicht? Ja, safe, Alter. Ich fahre jetzt einfach eine Station zurück. Oh Mann, Alter. Jetzt dachte ich, ich kann chillen. Jipp. Habe ich gerade davon geredet. Da geht's direkt los. Alles klar. Weil die vermutet haben. Speedhunt. Speedhunt, ich bin gemeint. Armin von Stefan, wo ist die neue Location? An der Schanze 11. Ich knall's euch rein. Naja, genau wie gedacht, Alter. Der chillt hier und steigt dann in die U-Bahn ein. So, ich komme wieder zurück, ne? Ja. Ja. Gut. Schau, dass ich eine U-Bahn kriege. Andi, kannst du kurz schauen? Spiel so. Echo Lima, Einsatzleiter, in welche Richtung wir mit der U-Bahn fahren müssten? Fuck. Privatgrundstück. Hey Jungs, kannst du kurz hier bleiben? Nur kurz. Bitte, müssen wir vertrauen. Nur kurz. Bis ein Piep auf meinem Handy kommt, okay? Bis hier ein Klingelton kommt, dann bin ich weg. Ich darf leider nichts sagen. Aber du hast mich nicht gesehen. Puh. Na ja. Solange man nicht in der Zeitung steht, ist es mir wurscht. Nein, steh ich nicht. Steh ich nicht. Weißt du, wo die nächste Bahnverbindung ist? Wohin? Egal. Bahn oder U-Bahn? Dort ist ein Fuß, dort vorne ist die Straßenbahn. Wo ist die Straßenbahn? Die Straßenbahn ist vorne auf der Donnerfelder Straße. Wie komme ich da hin von hier? Indem du bei der 48er rechts gerade ausgehst. Du bist beim 25 oder 26. Okay. Ah, hier ist, glaube ich, was? Das ist aber Bus. Und direkt von der Bus am Spitz. Korrekt, Mann, wa? Ja. Korrekt, danke. Na ja. Ich bin da seit 30 Jahren, ich sollte das wissen, ne? Hey Leute, hier gibt es keine... Ich finde keine Straßennamen mit den scheiß Google Maps. Jetzt ist die Frage... Die kriegen, glaube ich, den nächsten Speedrun-Pin von dem Standort, wo ich bin. So, wenn Speedhunt 2 auf meinem Handy steht, muss ich gucken, dass ich sofort rausrenne wieder. Und wieder irgendwo untertauche, wo die mich nicht finden. Am besten mache ich die 1,7 Kilometer in 2 Steps. Jungs, ihr rennt alle umsonst. Ihr Armen. Ich kann,
Obwohl, die haben 10 Minuten gewartet mit dem Speed Hunt. Die werden aber 10 Minuten bei mir alles abgecheckt haben, genau. Damit die den Speed Hunt nicht opfern. Der Speed Hunt geht auf mich 100%. Jungs, tut mir leid, dass ihr jetzt rennen müsst. Tut mir echt leid. Aber ihr schafft das, Leute. Ihr müsst lieber mir die Daumen drücken. Ihr kriegt das hin. Wir haben nicht gewusst, ist es nicht. Vermutlich war er das. Der halt nicht in die U-Bahn eingestiegen ist beim Donauzentrum, sondern hier mit der Straßenbahn nach vor. Hat sich da abgesetzt und ist dann hier runter an der Schanze. Und ich vermute mal, weil bei Speedhorn weiß er, jetzt wird er gejagt, dass er, zumindest jetzt ich so machen, ich würde mich irgendwo da hinten runter absetzen, Richtung Donau, Yachtclub. Ich muss jetzt da, das ist mein Job, schauen. So wie sie da abbiegen, da sind jetzt ist unser Team im Auto, so wie sie da abbiegen, fahre ich nach den neuen Koordinaten. Er hat sich da jetzt erholt und wusste, er kann sofort türmen in 2 verschiedene Verkehrsverbindungen. Bahn oder U-Bahn. Okay, wir biegen auf die Schmelze. Achtung, Radfahrer. Na, da ist nichts. Ah, shit. Das ist keine Straße hier an der Schanze. Nein. Schaut ihr, dass ihr weiter raufkommt und dann Richtung Westen fahrt über die Donaufelder Straße. Ja. Genau. Ja, wir fahren Richtung Donaufelder Straße. Sie fahren da als die Donaufelder Straße. So Leute, soll ich es jetzt probieren? 2. Koordinaten. Dann sehen wir es, wo es hingeht. Ist angefragt. Ja. Die Spielleitung schreibt. Check, Ping 2. Eine Sekunde, Leute, ihr habt es gleich. Aha, Speed Hunt 2. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie bei mir sind. Und tschüss. Zweiten Teil zu meinen haben, 2. GPS-Punkt. Simmering, Kaiser-Ebersdorfer Straße. Ich frage mich, ob sie mich jagen, weil sie sich gesehen haben oder sich dachten, dass ich jetzt in die Innenstadt fahre. Und sie mich dann leichter erwischen. Mal sehen. Jetzt ist es auf jeden Fall spannend. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Adrenalin. Ich sag schon mal danke vielmals. Gerne. Wir sehen uns, Meister. Du kommst nur auf dem Fels und den Schweiß aufwischen. Ey, ich muss jetzt weg, hast du ein Tuch? Ich mach das schnell. Nee, vergiss. Oh mein Gott, da ist ja. Wenn es jetzt klingelt, bin ich weg. Ja, passt schon. Ich denke an dich. Hau rein. Tschüss. Ciao, ciao. Ich dachte, die waren das mit dem Amarok. Jawohl, Leute, der ist genau dort, wo man hinhaben wollen. Sportzentrum Eden, der will Richtung Donau darunter. Moment. Sportzentrum? Ja. Ich navigiere schon, wenn ich navigiere. Schnell, damit mich keiner sieht. Spielplatz. Kurz checken. 1,4. Ich bin Umweg gelaufen. Wie gesagt, ich brauche 17 Minuten. Das schaffe ich nicht. Ich muss rechts irgendwo ein Ablenkungsmanöver machen. Eine Pause. Jungs, könnt ihr laden euch? Kann ich mich kurz hier verschanzen? Ja. Wo ist das gestohlen? Nichts geschoren.
Was brauchst du? Na komm mal, hol dir mal Luft. Ey, ich hab keine Zeit. Darf ich? Ganz verschanzt. Ja, ich bin in 8 Minuten wieder weg. 8 Minuten. Schieb mal heute. 8. Schieb mal heute. 8. Ja, komm her. Boah, also du bist der beste Mann. Ja, komm her. Kann ich hier in den Chat? Hier? Hier, hier, hier. Ich bleib hier stehen einfach. So. Durch die Toilette. Ja, ich bleib so stehen. Ey, bester Mann, wirklich. Danke. Von Herzen. Leute. Ich hab nichts gesagt, was ich mache. Ich hab nichts gesagt. Das war der dritte. War es der dritte oder der zweite? Scheiße, das war der zweite. Fuck. Jetzt sind es 1,3. Das heißt, ich gehe hier am Kiosk gleich um die Ecke, dass ich weg vom Strand bin. Weil am Strand kannst du mit dem Auto langfahren, das ist scheiße. Das ist nicht gut für mich. Servus Mutter! Servus Queen! Ich gehe. Soll ich auch gehen oder brauchen wir uns nochmal was? Wie viele Standardabfragen haben wir bis jetzt gemacht? 2! In der nächsten Folge von Manhunt, 72 Stunden auf der Flucht. Die Jagd auf Carsten eskaliert. Er ist von Huntern umzingelt und sein Versteck fliegt auf. Manhunt, 72 Stunden auf der Flucht. Hey Leute, ich bin Peter. Und ich bin der Karol. Und es würde uns freuen, wenn es euch gefallen hat, subscribt und gebt uns einen Like. Ja, oder ihr schreibt einen Kommentar, schreibt uns, was ihr von dem ganzen Projekt hält. Haben wir eigentlich gesagt, dass wir es nicht machen, aber ist ja wurscht. Ne? Kommentar? Ja, was ihr von dem Projekt hält, aber ist ja wurscht. Kommentar ist super. Ja, aber nichts von dem Projekt hält, aber ist wurscht.